Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Assassin's Creed 2. Im letzten Part haben wir den neuen Dogen getötet. Und wir haben ein neues Tempelversteck gefunden, wo wir gleich mal hingehen. Mal schauen, was uns da erwartet. Soll ja ein Arsenal sein. Wodurch einiges zu Raum gibt. Ja, und hier ist scheinbar noch was von Subjekt 16. Interessant. Wo genau? Weiß ich jetzt allerdings nicht. Nur hier irgendwo in der Nähe, unter der Brücke vielleicht. Nee, unter der Brücke ist nicht. Klettern mich hier mal hoch. Das ist ja hier oben irgendwo. Stimmt, wir brauchen ja noch immer die neuere Sprungtechnik. Da wir ja bei dem einen Turm nicht rauf können. Mal schauen, wo wir die dann lernen. Ah, da vorne sehe ich schon flimmern. Okay, mal schauen, was uns hier erwartet. Von Subjekt 16. Fehlen ja auch nicht mehr so viele. Der Bunker. Das Weltkriegsarchiv. Okay, wir haben das Dreieck. Und haben wir eine Zahl? Dreieck gleich. Ich kann die Zahl nicht erkennen. Ich glaube, es ist eine 1. Also, wie es jetzt gerade ist. So. Die 9 und die 7 haben wir hier und da. Ich hoffe, es richtig ist. Moment, da. Okay, ist nicht richtig. Haben wir sonst noch eine Zahl? Also für mich sieht das mehr aus wie eine 1. Anderes, so ein offenes Dreieck haben wir auch nicht. Vielleicht ist es ja die 0? Kann das sein? So, einmal das Zeichen. Und einmal das Zeichen. Und so ein komisches N. Auch nicht. Vielleicht ja so, damit die zwei Zahlen quasi nicht gezeigt werden. Obwohl es ja ein bisschen durcheinander. So ganz stimmen, glaube ich, tut es nicht. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Machen wir das nochmal zurück. Wohl, nee. Machen wir das nochmal so hin. Und dann jedes zweite Symbol. Das heißt, Moment, dann kommt hier das Symbol nach dem
komischen Inn hin. Oh, nee, nee, nee. Moment. Andersrum. So rum. Dann kommt das hin. Und so. Auch nicht. Okay. Das wird ja gar nicht angezeigt. Das wird nicht angezeigt. Okay, ich bin gerade leicht verwirrt. Der Kreis macht wenigstens Sinn. Sag ich mal. Da werden halt drei Symbole verfälscht. Auch nicht. Okay, Session wird wieder schwieriger. Ich bin mir fast sicher, dass... Das Ding ist, wir haben das komische das komische Dach da unten links. Mit dem ein Bild mit dem Panzer. Und das ist gleich 1. Demher müsste es ja so stimmen. Achso, ich übersehe gerade irgendwas. Moment. Nachdenken. Was könnte falsch sein? Haben wir irgendein anderes Bild, irgendeine Zahl? Wenn es da unten könnte auch nur ein L sein. Und nicht unbedingt eine Zahl. Sehe ich sonst irgendwo eine Zahl? Außer halt den Zweiten Weltkrieg. Dann wäre es halt so. Von der Logik her. Das ist doch so rum richtig. Ich weiß halt gerade nicht, was hier sonst noch hingehören könnte. Ich meine, da hätten wir halt die zwei fehlenden Stellen an der richtigen Stelle, sag ich mal so. Ich hänge gerade schon wieder. Es macht schon wieder alles keinen Sinn. Ich versuche jetzt auch noch ein paar Symbole. Wäre es so. Nee. Vielleicht hier was anderes. Ich versuche jetzt einfach ein paar Symbole durch. Auf der einen Stelle und ein paar Symbole auf der anderen Stelle. Es ist ja einfach nur ein Rätselraten, ne? Irgendwo finden wir das Symbol schon. Nee, U vielleicht auch nicht. Oh, okay. 2. Mai 1945. Der Krieg ist vorbei und wir haben die Kontrolle wie geplant. Leise Zweifel kommen auf.
Ich habe Meldung von unseren Agenten in Berlin erhalten. Hitler sollte seinen Doppelgänger im Bunker hinrichten und C mit den Edensplitter am Treffpunkt aufsuchen. C, Moment. Franz. C sagt mir schon was, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß. Aber es ist schon 3 Tage her und er ist bisher nicht erschienen. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Bitte schicken Sie neue Anweisungen. Fabrizierten den Krieg. Sie stellten den Frieden her. Aber Sie sollten nicht damit davonkommen. Finde unsere Markierung. Unsere Markierung finden. Okay. Also ein Assassinen-Symbol oder was? Nee, das ist keins. Auch nicht. Ah, hier. Okay. War halt ein bisschen herumexperimentieren, was da richtig ist. Bilden uns jetzt noch. Okay, die zwei. Wo ist das nochmal? Moment, das ist samt Karneval. Okay, ist doch nicht am Turm. Sondern direkt bei dem Gebäude. Verdammt, wo sind wir gerade eigentlich? Ah, wir sind in dem Gebiet. Okay, wie gesagt, hier in den Gebäuden müsste noch eins sein. Kehre ich mir mal so. Markierung zeigt in die Richtung. Und schauen, kann ich da hinrudern? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Eigentlich für der Wasserweg immer ans Ziel. In Venedig zumindest. So, sollte hier sein. Sehe ich da irgendwas im Subjekt 16? Moment, ist hinten noch das Gerüst? Hier ist doch ein Gerüst. Mit dem kommen wir doch hoch. Gehen wir erstmal hoch. So, einmal hier hoch. Jetzt möchte ich es genau wissen, ob es jetzt hier ist oder nicht. Weil nach dem Bild zu urteilen, soll das ja scheinbar hier irgendwo sein. Oder? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Da komme ich ja nicht mehr rein. Es war ja nur die eine Mission, wo man da reinkommt. Da an den Turm war es ja nicht. Du solltest nicht hier oben sein. Ja. Ich schaue mich doch nur um. Was übersehe ich gerade? Ja, ich kann mal die Markierung mitmachen. Vielleicht auf der Rückseite irgendwo. Auch nichts. Moment, muss ich noch mal aufs Datenbank zurückgreifen.
Dokumente, nee. Geheime Orte. Basilica di San Marco. Das ist das Gebäude, wo ich gerade bin. Das ist auf der Rückseite der Kirche, wo wir das Rennen hatten. Ah, Moment. Assassinengräber. Das waren Assassinengräber, genau. Nicht Subjekt 16. Subjekt 16 war hier am Turm. Campanile di San Marco. Genau, es war hier am Turm. Glockenturm umgewandelt. Ja, da ist der Glockenturm da. Okay. Da habe ich mich verschaut. Das war wirklich nur das Assassinengrab. Mein Fehler. Ich dachte kurz, das wäre das Augensymbol von Subjekt 16. Hätte ich vielleicht genauer schauen sollen. Aber auf den Turm kommen wir nicht. Man kann es zwar nochmal versuchen, aber ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Na, klettert auch hoch, Ezio. Zu den Gegnern. Und hier war das. Da kommen wir noch hoch. Und da sind wir zu klein. Okay. Irgendeine Technik fehlt uns hier. So viel steht fest. Na gut, können wir das vorerst vergessen. Das Assassinengrab ist scheinbar da dran. Ne, irgendwo oben, glaube ich. Würde es sonst keinen Sinn machen, dass wir da rankämen. Ja, Sperrgebiete sollten wir nicht betreten, ich weiß. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir beim Assassinengrab halt die neue Sprungtechnik brauchen. Dann gehen wir halt zurück zum Templerversteck. Der Wald muss sonst hier hingelaufen. Na gut. Soll halt so sein. Sehr beeindruckend. Vergib mir, Herr. Mama, weiche zurück! Okay, ich brauche. Ich habe mal wieder Heilung. Also ich brauche einen Arzt, damit ich mir Medizin kaufen kann. Mal schauen, hat die Schmiede irgendwas Neues?
Apparatur. Nee, Rüstung. Ja, hat neue Rüstungen. Hat ja auch neue Waffen. War zum Besitz. Das wäre eine neue Waffe. Eine kleine Waffe. Auch nichts Nützliches. Na gut. Ja. Holen wir uns hier eine neue Rüstung. Die sehr teuer ist. Bitte kommt wieder! Na gut, wir haben ja genügend Geld. So ist es auch wieder nicht. Unser Kämpfe nähert sich. So lacht und tanzt und singt. Wurde wegen des Verrats gegen die erlaubteste Republik schuldig gesprochen. Und wird in 2 Tagen zum Sonnenanbruch auf der Piazza San Marco. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Okay, wo ist das Tempelversteck? Hier. Moment. Irgendwo hier. Ich hätte vielleicht einen Aussichtspunkt mitnehmen sollen. Egal. Na gut. Bitte akzeptiert meine Entschuldigung, guter Herr. Werde ich das Ganze an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn ihr nichts ausholt, könnt ihr auch gerne noch Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von der Street 2 wieder. Ciao.